Oh nein, Spider-Mans Freundin ist tot. Oh nein, Superman ist tot, verdammt. Oh nein, es gibt jetzt schwule Superhelden. Oh nein, es fängt alles wieder von vorne an. Okay, ich habe eine ganze Menge mit euch aufzuarbeiten. Fangen wir also an mit dem Hashtag Milestone. In der Comicwelt gab es etliche Meilensteine und ich könnte mich locker 4 Stunden lang in einem Podcast damit beschäftigen, aber ich werde heute nur ein paar Dinge nennen, die meiner Meinung nach entscheidend waren. Sollte ich etwas vergessen haben oder es gibt ein Event, das euch total wichtig ist, dann ab damit in die Kommentare. Einer der wohl tragischsten Tode der Comicgeschichte war wohl der Tod von Gwen Stacy aus dem Jahre 1973. Warum, fragt ihr euch? Weil es zu diesem Zeitpunkt noch völlig undenkbar war, einen so wichtigen Charakter einfach zu töten. Aber Mary Jane war doch viel wichtiger als Gwen Stacy. Shut up! Okay. Gwen Stacy war noch vor Mary Jane Peter Parkers erste Freundin. Und der Grund, warum die Autoren sie sterben ließen, war ganz einfach. Sie wussten nicht mehr, was sie mit ihr anstellen sollten. Gwen Stacy und Peter Parker waren ein so enges Paar, dass der nächste Schritt die Heirat gewesen wäre. Und das wollte niemand, denn Peter Parker war viel zu jung dafür. Also killte man kurzerhand Gwen Stacy und das auch noch durch einen Fehler von Spider-Man. Autsch. Jupp, Spider-Man hat im allerletzten Moment noch versucht, Gwen Stacy zu retten, die vom grünen Kobold eine Brücke heruntergeschmissen wurde. Er hat versucht, sie mit seinem Spinnennetz aufzufangen, dabei brach leider ihr Genick. Dieser tragische Tod sorgte nicht nur dafür, dass wir mehr Tiefe im Charakter Peter Parker Spider-Man hatten, nein, er löste auch noch die Silver Age of Comic Books ab und führte die dunklere Bronze Age of Comic Books ein. Was uns auch schon zu unserem nächsten Tod führt, und zwar der Tod von Superman aus dem Jahre 1992 durch die geballte Kraft von Doomsday. By the way, Spoiler Alert für Batman wie Superman Dawn of Justice. Ja, es war Doomsday, der zum allerersten Mal den Mann aus Stahl in den Comics getötet hat. Ob das auch so im neuen Film sein wird, bleibt abzuwarten, aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Wiederum habe ich mich auch bei The Amazing Spider-Man 2 geirrt. Da ihr jetzt verwirrt seid, zurück zum Thema. Als Superman gestorben ist, war es ein genauso großer, wenn nicht größerer Schock. Denn schließlich haben sie einfach so eine Ikone getötet. Das ist so, als hätte man gleich Amerika getötet. Nach einigen kläglichen Versuchen, Superman zu ersetzen, haben die Autoren ihn doch wieder zurück ins Leben geholt. Und damit fing eine Reihe von Fake Deaths an. Ernsthaft, an irgendeinem Punkt ist jeder Held entweder gestorben oder war tot geglaubt und ist irgendwie wieder zurückgekommen. Jason Todd, also Robin, Batman, Spider-Man, Captain America, sie alle sind irgendwie gestorben und wieder zurück ins Leben gekommen. Es war mehr als nur nervig. Ein anderer Held, der eine andere Art von Tür geöffnet hat, war Northstar von den X-Men. Er war der erste schwule Superheld und irgendwie passt das Ganze auch, denn schließlich sind die X-Men-Filme von Bryan Singer nichts anderes als Coming Out of the Closet-Filme. Have you tried? Not being a mutant? Northstar war immer ein sehr geheimnisvoller Charakter, weil er nie Interesse am anderen Geschlecht gezeigt hat. Bis man ihm endlich im Comic Alpha Flight Nummer 102 aus dem Jahre 1992 den Satz sagen ließ, I am gay. Davor gab es keine homosexuellen Helden und es war sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz, das endlich durch den Autor Scott Lobdell gebrochen wurde. Und nach ihm folgten sogar einige Helden, wie zum Beispiel Batwoman, Green Lantern, Karma und Iceman. Ein weiterer Neustart, Gott bin ich heute gut mit den Übergängen, war das Reboot von DC und Marvel, also New 52 und Ultimate. New 52 und Ultimate sollten eigentlich alle Helden wieder auf Null setzen, um damit jüngeren Lesern den Einstieg zu erleichtern. Gerade bei den Ultimate-Comics von Marvel ist das definitiv der Fall und sie haben dazu noch eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Und zwar, wenn dort ein Charakter stirbt, bleibt er tot. Leider starb dadurch auch Peter Parker. Aber dafür haben wir jetzt Miles Morales als neuen Spider-Man. Bei New 52 von DC ist das nicht ganz so einfach, denn einige Dinge aus den alten Comicreihen sind canon geblieben und andere wiederum nicht. Das liegt leider daran, dass DC kaum neue Autoren und Zeichner eingestellt hat und diese bei ihren alten Stories bleiben wollten. Aber hey, keine Sorge, denn es gibt neue Designs und ein paar interessante Storylines sind auch dabei. Wenn ich euch ein paar Milestone-Comics empfehlen kann, dann schaut euch unbedingt The Death of Superman und The Death of Spider-Man an. Beides sind absolute Tearjerker. Und wenn ihr neu in der ganzen Comicwelt seid, dann greift euch Marvels Ultimate Comics, davon dann Volume Nummer 1 und das zu irgendeinem Helden, der euch gefällt, denn sie sind ein ziemlich guter Start. Das war mein kurzer Einblick in die Milestones der Comicwelt. Wenn ihr noch mehr Milestones über Games, Filme, Serien und Musik haben wollt, die findet ihr hier an der Seite. Wenn euch das Video und der Kanal gefällt, dann abonniert uns doch einfach und gebt uns einen Daumen nach oben. Ich bin Tommy Something von Information und ihr wurdet informiert.